Schaltet euch gut an, Freunde, denn heute werde ich mir mal die krassesten Trucks in Blinkist angucken. Unter anderem natürlich auch den Cybertruck. Da werde ich ein bisschen durch die Stadt fahren und, naja, vielleicht mal ein bisschen den Cybertruck, ne? Mal ein bisschen auf Tuchfühlung gehen, mal ein bisschen testen, wie stark das Ding eigentlich ist. Ist auf jeden Fall richtig, richtig lustig, also gerne auf den Like und auf den Abon. Und jetzt viel Spaß. Der erste Truck sieht mir nicht aus wie der Cybertruck. Was ist das denn? Das ist eher so ein Geodreieck-Truck oder sowas. Ich meine, guckt euch das mal an, wie das Ding aussieht. Aber ich muss sagen, so vom Fahren her und so geht eigentlich schon ziemlich... geht eigentlich schon ziemlich klar. Ja, habe ich zwar den Reifen verloren, aber eigentlich geht's klar. Wir können mal hier hochdüsen. Also der Cybertruck, ich meine, ihr wisst ja, wie er aussieht. Und so sieht er garantiert nicht... Hallo? Kann der auch zerstört werden? Sag mal, da bin ich direkt tot. Und jetzt explodiert der Schredder noch. Und jetzt kommst du da unten eigentlich raus. Also das muss man auch nicht verstehen. Also der Truck, Freunde, der war wirklich absolut Schrott. Also der Truck, der geht ja schon mal ein bisschen mehr in die Richtung, oder? Ich meine, der ist immerhin grau, wie der Cybertruck auch ist. Aber irgendwie ist der zu klein geraten oder so, ne? Also das muss ich nicht verstehen. Das ist irgendwie so ein Miniatur-Cybertruck oder sowas, ne? Oder so ein... Was guckt denn da unten raus? Sag mal, das sind ja meine... Warte mal, bin ich nach vorne gelehnt so? Ich glaube, ich bin irgendwie nach vorne gelehnt oder sowas. Ich bin ein kleiner Cybertruck. Oh Gott, oh Gott. Okay, da wollte ich eigentlich den Truck mal ein bisschen testen, wie viel er aushält. Aber ich muss sagen, ja gut, ich meine, er ist komplett Schrott. Ja gut, komm, nee, alles gut, das Ding hält gar nichts aus. Der nächste heißt Hobus Truck. Was ist das denn? Also das ist alles andere als der Cybertruck, aber der sieht cool aus, oder seid ehrlich. Findet ihr, der sieht cool aus? Schreibt mal in die Kommentare. Ja, mal auch ganz auf ganz entspannt ein bisschen rumdüsen, auch vorne mit dem Propeller oder so. Warte mal, kann der auch abheben? Hallo? Kann der auch abheben? Nee, ich glaube nicht, aber der ist auf jeden Fall ziemlich cool. Ich glaube, das ist ehrlich gesagt der Cybertruck auf Wish. Ja, nach rechts. Ey, stabil aber Hobo. Holo-Bolo-Hobo, das Ding. Das ist ja mal ganz stabil. Bin ich mal gespannt, wie das Ding aussieht oder sich verhält, wenn es runterfällt. So, Hobo, dann zeig mir her, wie viel du aushältst, wenn du runterfällst. Und? Ach, alles klar, alles gut. Ja, alles gut. Wie kann denn das Ding mehr aushalten als einfach eben dieses Geodreieck oder dieser Geodreieck-Truck? Ich muss schon sagen, so ein bisschen erkenne ich den Cybertruck hier in dem Ding. Aber es ist einfach mal ein Kran, ne? Ich meine, auch nicht schlecht. Ich kann mir vorstellen, dass Tesla so ein Ding rausbringen wird. Aber ich muss schon sagen, wir können einfach mal gucken, was das Ding so... Was sollte das denn? Und wieso fliegt das Ding denn da unten noch? Was macht denn der Truck? Was machen diese komischen Seile? Wieso? Was ist denn das für ein Cybertruck, sag mal? Hä? Das muss ich nicht verstehen. Guck mal, da brennt auch irgendwas. Also wirklich. Und ich fliege hier oben. Ich fliege hier auf dem Mount Everest oder was ist das? Hä, jetzt ist der schon wieder ganz komisch. Guckt euch das mal an. Der dreht sich jetzt zur Seite. Okay, was kann ich denn hier? Seil ausfahren. Ich weiß auch nicht, wieso der sich hier jetzt zur Seite dreht. Als wäre der irgendwie mega auf... Sag mal, ich glaube, das ist der Dürum, der sich einfach mal auf ganz entspannt im Dönerladen grillt. Okay, wird also jetzt dieser Cybertruck-Kran es schaffen, dieses kleine Auto... Hallo, kannst du bitte mal stehen bleiben? Dieses kleine Auto hochzuziehen, das werden wir uns jetzt mal angucken. Und ich bin echt gespannt. Wo kann ich das... Nee, damit koppel ich nur irgendwas ab und an. Ich muss irgendwie den Kran... Hier! Oder? Nee, da auch nicht, sag mal. Also ich muss das Ding doch irgendwie ausfahren können. Ich kann das Ding zwar hin und her steuern, aber ausfahren kann ich es nicht. Naja, wenn ich es schon nicht ausfahren kann, dann schaffe ich es vielleicht hier auf den Zug zu warten. Oh mein Gott, los! Okay, auf ganz entspannt, da kommt schon der Zug. Wird der Cybertruck es überleben? Ach, das sieht eigentlich... Was ist denn mit den Seilen los? Hey! Cleanes Landing, sag mal. So, hier nochmal platziert. Diesmal aber komplett neu, ohne dass wir den Kran schon ausgefahren haben. Ich muss sagen, es hat mir eben noch nicht gut genug gefallen. Ich will, dass das Ding mal richtig... Oh, er muss gegen ankämpfen. Lol, guckt es euch mal an. Lol, wir wurden einfach geteilt und lande ich jetzt wieder im Zug drinnen. Nee, aber das wäre krass gewesen. Aber auch das hat den Zug nicht aufgehalten und der Cybertruck... Gar nichts los. Das Ding ist einfach jetzt ein Anhänger oder so. Apoc-Tanker-Truck? Was soll das denn für ein Truck sein, sag mal? Okay, der kann auf jeden Fall schießen und sieht auch ziemlich abgespaced aus. Wir fahren einfach mal hier rein in diesen Shredder und werden mal gucken, ob der Tanker-Truck mich einfach mal wegschleudern wird. Wie krass ist das Ding da bitte gerade explodiert? Wir machen es auf ein neues. Ich fahre wieder rein hier und...
Jeden Moment müsste es eigentlich explodieren, oder? Ich. Na, wobei doch. Jetzt. Oh mein Gott, wie sieht's diesmal aus? Guckt es euch an. Da werde ich einfach in dem Truck weggeschleudert. Und flieg hoch. Schaffe ich ein gutes Landing? Ja, fast. Aber. Na, immerhin. Also, ich meine, das Auto, der Truck war vorher auch schon Schrott. Und jetzt sowieso. Also, wenn der mal nicht so aussieht wie der Cybertruck, dann weiß ich auch nicht. Jo! Guckt euch das Ding mal an. Alter, auch krassen Sound hat das Ding, ne? Das ist eine richtige Driftmaschine oder sowas. Auch wie der Motor da ballert, ne? Der schaltet richtig hoch. Oh Gott. Oh mein Gott, das ist echt so eine richtige Driftmaschine. Also, ich muss schon sagen, fährt auch ziemlich gut. Das Ding, sind wir schneller als der Zug? Warte mal, das können wir mal ausprobieren hier. Nee, der Zug ist... Oh, wobei? Sind wir schneller als der Zug? Ich glaube, wir sind schon ähnlich schnell, ne? Nach links! Oh, nein. Oh Gott. Also, ich muss schon sagen, das Auto geht auf jeden Fall in die Cybertruck-Richtung. Ich hatte zwar gerade schon einen richtig coolen Cybertruck, aber dieser hier ist einfach noch krasser. Guckt euch den mal an. Der ist aber auch... Diesmal ist es auch ein E-Motor. Ihr hört das, weil der so leise ist. Und ich sag mal ganz ehrlich, das Ding sollte eigentlich ohne Probleme fahrbar sein. Ich sag mal, also... Es ist schon ziemlich groß, das Auto, ne? Wenn wir das jetzt mal hier so neben Haus gucken, das ist schon fast genauso groß wie so ein Haus. Aber ihr habt natürlich noch nicht die Geheimwaffe gesehen. So, passt auf. Warte mal, ich muss das Ding mal kurz hier zum Stehen bringen hier. Bleib mal stehen hier. Hallo? So, alles klar, wir stehen. Ich habe nämlich noch was hinten. Ihr wisst ja, deshalb hat er gerade hinten so eine riesige Luke, wo man drauf chillen kann. Ich habe hier hinten nämlich noch... Ah, ne, das ist zum Tanken, das brauche ich jetzt nicht. Hier, ich mach mal hinten die Luke... Warte mal! Das glaube ich nicht! Das wurde mir geklaut oder so! Ich hatte da hinten eigentlich einen Quad drinne. Was soll das denn? Wo ist das denn hin, sag mal? Hallo, also das finde ich ja ziemlich cool eigentlich, dass man so viele Sachen steuern kann. Ach cool, guck mal, da hätten wir hinten drin liegen können. Aber mein Quad ist irgendwie durchgezogen. Also, das ist zwar nicht der Cybertruck, aber... Was passiert? Was war denn da? Was passiert denn hier gerade auf einmal aus nichts? Wieso werde ich hier so rumgereicht? Und wieso habe ich auf einmal auch 10 Reifen am Start? So, jetzt nochmal ganz vorsichtig. Also ich wollte gerade sagen, das ist ja nicht der Cybertruck, aber auch ein ziemlich cooler Monster-Truck. Wir können ja mal hier auf ganz entspannt... Oh Gott. Hier mal rüber und ja, hier hoch in den Shredder oder was? Oh nein, da stehe ich falsch. Also der knallt auch, der Motor, ne? Aber ich muss sagen, von der Lenkung wirklich absolut Trash. Ich drücke voll nach links und der fährt einfach trotzdem nach rechts. Hier, guck mal, das ist einfach so ein Magier-Auto oder so. Da sind einfach, kommen einfach zu 10.000 Reifen auf einmal raus. Also das muss ich sowieso nicht verstehen. Aber seid mal ehrlich, schreibt mal in die Kommentare, wie ihr ihn findet. Ich finde, der sieht schon ziemlich cool aus. So ein ganz abgespaceder Monster-Truck. Naja, dann lassen wir ihn doch einfach mal von hier oben runterfallen, wenn der schon so abgespaced aussieht. Und mal gucken, wie viel das Ding aushält. Ah! Sag mal. Okay, nochmal von noch weiter oben. Jetzt fallen wir hier auf die Stadt drauf und wenn wir Pech haben, fallen wir genau auf die Kante von so einem Hochhaus. Aber es sieht eigentlich ziemlich gut aus, oder? Ja, wir fallen hier nur aufs Haus drauf und auch das schafft er ohne Probleme. Hat nichts, der hätte das abgebrochen, weil ich dagegen gefahren bin, aber sonst gar nichts. Also ich muss schon sagen, das ist garantiert einer der krassesten Trucks, die ich bisher gefahren bin. Das ist, glaube ich, eher der Cousin vom Cybertruck. Guckt euch den mal an. Das ist so ein gigantischer Raketentruck. Oh mein Gott. Okay, warte mal, da muss ich jetzt erstmal drauf klarkommen, dass das Ding gerade so krass war. Warte mal, du willst mir also sagen, ich kann hier einfach mal so auf Häuser schießen, hier Rakete aktivieren. Hallo? wo fliegt die Rakete hin? Was passiert denn hier? Also nochmal das Ganze, diesmal habe ich auch dafür gesorgt, dass ich die Rakete einfach zünden kann. Hier, ihr seht es. Okay, da, warte mal, das waren die falschen. Ich will jetzt aber eigentlich so... So sollte es doch eigentlich klar gehen. Jetzt mache ich eigentlich nur zünden, oder nicht? Zünden! Doch nicht hier auf mir! Doch nicht auf meinem Truck, hier! Mache ich mal so hier alle Feuerdinge an. Das sollte eigentlich reichen. Was kann der denn noch so, das Ding? Zünden! Wow! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Wieso schützt hier auf einmal das ganze Hochhaus ein? Da ist die Rakete einfach so losgepilgert aus dem Nichts. Aber der sieht schon brachial aus, ne? So vor allem mit den Geschützen vorne hier, die Ersatzraketen und so. Ist schon ziemlich krass. Der nächste Truck soll auch irgendwas Besonderes können. Aber ich weiß nicht genau was, weil für mich sieht der aus wie ein stinknormaler Truck. Nee, auch da mit der Funktionstaste passiert nichts. Der hat auch irgendwas Komisches hinten drauf geladen, ne? Ich weiß nicht, ob der was Besonderes können soll oder so. Es stand da auf jeden Fall. Aber hier... Ne, guck mal, der kann gar nichts. Ich hätte halt gedacht, dass ich hinten Sprengstoff geladen habe oder eine Turbine oder so. Das wäre krass. Aber das Ding, der Truck, Freunde, absolut Müll. Alles klar, ich packe jetzt hier nochmal einen Cybertruck aus. Aber dieser hier...
Ihr seht es schon, das ist einfach der Cybertruck, aber als Hot Wheel. Und vor allem auch mit so einem coolen Anhänger. Ich meine, wie cool wäre das, wenn der Cybertruck einfach so einen Anhänger hätte? Das wäre richtig, richtig cool, ne? Hier kann ich mal eben so lang pilgern, aber so richtig Offroad kann ich mit dem kleinen Ding... Ich häng fest! Also so richtig Offroad will er nicht fahren, habe ich das Gefühl, ne? Auch hier kann ich kein Gas geben. Oh mein Gott, da fällt der Cybertruck einfach in den Shredder rein. Warte mal, das glaube ich ja wohl nicht. Und boom, da hat sie ihn erwischt. Und der Trailer hinten, der sieht eigentlich noch ziemlich gut aus. Ja, auch der, Freunde, der hat es eigentlich... Nee, okay, jetzt hat sie ihn zerledert. Also auch den hat es leider, ja, auch den hat es zerledert. Also der Truck, der ist auf jeden Fall, na, wie soll ich sagen, alt, ja. Also der wurde vielleicht damals benutzt, irgendwie, um damit rumzufahren. Der ist, glaube ich, nicht mehr so up to date. Aber ich muss sagen, dafür, dass der schon so alt ist, kann man den... Guck mal, der kann sogar auf. Der hat sogar eine Rückfahrleuchte. Wie cool. Endlich mal ein Truck, der ein bisschen realistisch ist. Auch mit, den Lichtern rechts und links. Ich fahre hier einfach mal gegen den Tank. Und wie viel hält der aus? Oh, yo. Mein Gott, nein. Wo fliegt meine Kabine hin? Ciao, ciao. Ich würde auf jeden Fall sagen, Freunde, das war's mit den heutigen krassen Trucks aus Bibliks gewesen sein. Wenn ihr andere Vorschläge habt, was ich mir in Bibliks mal angucken soll, schreibt es gerne in die Kommentare. Wenn es euch auch gefallen hat, gerne auf den Like und auf den Abern. Tut mir jetzt einen Gefallen, checkt gerne eins von all meinen Videos aus. Ich wünsche euch einen schönen Tag. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin und ciao, ciao.